Wo sind die Scharfschützen? Sie sind noch eine Strecke weit weg, aber nicht so weit weg. Einen Held attackiert. Ja, sofort. Das kann ich. Der ist auch was da. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Zünderdosen, das ist doch erfreulich. Hier, glühende Geschosse. Wenn ihr meint. Denn falls der Gegner dann durchaus hier durchkommen kann, ohne dass wir was wegsprengen müssen, dann müssen wir sicherstellen, dass da nichts nach hinten losgeht. Deswegen ist Gruppe 0 eine recht wichtige in einer richtig wichtigen Situation. Ja, in Ordnung. Dario kann auch eigentlich mitkommen. Eine neue Technologie ist erforscht. Es kann nicht schaden, mehr Helden zu haben. Verbündeten attackiert. Zahltag. Da steht Mario noch immer. Mario, lass das. Denk nicht mal dran, meine Leute anzugreifen. Seht her. So, wir wollen sehen, wo wir hinschießen. Gruppe 0 ist auch gleich in Position. Gruppe 2 kann den Angriff beginnen. Genau die richtigen. Wir erledigen das. Die Kanonentürme werden aber vermutlich ein Problem darstellen. Ein ordentliches. Wenn die mal respawnen. Vielleicht respawnen die jetzt auch gar nicht mehr. Wie ihr befehlt. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. Vielleicht respawnen die jetzt auch gar nicht mehr und das würde die ganze Sache ein bisschen vereinfachen. Immerhin haben wir jetzt den Gang aufgesprengt. Vielleicht wollte Map-Ersteller einfach nur verhindern, dass unsere Kundschafter einfach willkürlich ermordet werden. Okay, die respawnen trotzdem. Macht sie nieder. Ich weiß nicht warum. Angriff! Jawohl. Sieht durch mein Fernglas. Attacke! Fertig, Meister. Wir müssen das Refektorium vernichten, das ist der Plan. Attacke! Kostet, was es wolle. Ja! Egal, wir stellen unsere Truppen jetzt direkt neben diesen Kanonenturm und zerschießen das Refektorium dann von hier aus. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und ich glaube, daher kommen auch die ganzen Banditen. Und vielleicht hören die dann endlich auf mit ihrem komischen Kram. Zerschießt den Turm, zerschießt den Turm, zerschießt den Turm, egal was es kostet. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Näher ran. Sofort. Okay, Turm ist weg. Blindenhunde auch. Bogenschützen. Helden. Vorbeischauen. Wir hätten die Helden eigentlich vorher durchschicken müssen. Wie hart ist unser Beschuss hier eigentlich gerade? Absolut in Ordnung. Die Kanonentürme sorgen dafür, dass alles gut ist. Wird gemacht. Jawohl. Oh, Mario liegt hier, das heißt, der ist ruhig. Ein Held ist den Da sind natürlich noch Kanontürme. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wenn ihr meint. Tut uns einen Gefallen, zieht das Feuer auf euch, was die Kanontürme angeht, und halt die Position. Jawohl. Schützen. Sofort. Beseitigt die Türme. Gruppe 0. Ja, dass hier eine Verwechslung gebt uns einen Schießplatz hier unten. Ich habe das Gefühl, wir könnten den früher oder später brauchen. Hier ist ja. Sag mal, seid ihr eigentlich dumm? Ich hab gesagt, schießt auf den Kanonenturm. Was macht ihr? Stellt euch neben den. Ergreift sie. Aha, auf der Seite ist natürlich der Mario. Nur Mut. Wir werden siegen. Ein Held ist in große Gefahr. Okay, unsere Scharfschützen wurden eigentlich fast komplett wegdezimiert durch die ganze Angelegenheit. Wir erledigen das. Ich tue mein Bestes, so gut ich kann. Ja. Würdet ihr bitte diesen Schießplatz bauen? Manchmal weiß ich echt nicht, was mit den Leuten los ist. Wie ihr wollt. Mitgeführter Kundschafter. Rechnung, Steuern und komm mal hier hin und schau, zeig uns mal ganz kurz, wie die Lage denn so ist. Vermutlich werden wir von beiden Seiten gleichzeitig angreifen. Carla ist den ganzen Tag unter Dauerbeschuss.
Kundschafter rekrutieren. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie ihr befehlt, euer Wunsch ist mir Befehl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Seht her. Seht durch mein Fernglas. Bis in den Tod. Seht durch mein Fernglas. Gruppe 0 sichert unser Gebiet mit Türmen. Wir greifen auch vom Süden aus an. Sicher. Ja, ist gut. Vielleicht finden wir da... Wir müssten hier eigentlich dann auch in der Nähe ein weiteres Dorfzentrum finden, das wir uns vielleicht einverleiben können. Und dann haben wir bessere Möglichkeiten, den Angriff fortzuführen. Das kann ich. So, wo ist eigentlich unser neuer Kundschafter, der sich versuchen sollte, zu Kala durchzuschleichen? Aber sicher. Damit wir sehen, ob die überhaupt Hilfe braucht. Denn das ist vorstellbar. Fertig. Ausbau fertig. Seht durch mein Fernglas. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wir lassen Pilgrim mal ganz kurz diesen Gang schon aufsprengen. Keine Angst, ich verstehe, was ich werde es vermutlich bereuen, dass wir das machen, weil dann vermutlich von Süden Truppen angerannt kommen. Aber finden wir es heraus. Das Gebäude. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist dieser Weg der deutlich längere. Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Vielleicht ist der deutlich längere Weg ja der einfachere. Wo rennt, meint ihr, dass ihr hinrennt? Lasst das. Aber sicher. Wir wollen nur kurz gucken, wie Lari unten so ist. Sieht her. Das Gebäude. Ich glaube, wir müssen hier unten noch Tavernen setzen für unseren. So, du. Bitte komm lebendig an. Dieses Mal. Fertig. Ausbau abgeschlossen. Gerne. Gruppe 0. Wir brauchen sicherheitshalber hier unten eine Taverne. Ich habe das Gefühl, wir werden unseren Kundschafter das ein oder andere Mal verlieren. Oder wir warten damit noch. Solange, bis wir unseren Kundschafter das erstmal verlieren. Ausbau abgeschlossen. Ich zeige euch den Weg. Sekunde, da kommt das Truppen entgegen. Ist das Nebelvolk? Okay. Dann ist alles gut. Alles cool. Ja. Natürlich, gerne. Ich vermute, dass. Nee, der Weg ist vermutlich nicht dran mit Banditen, oder? Nein, Kundschafter! Das kann nicht wahr sein! Er wird immer an dieser Stelle massakriert. Wir sollten vielleicht mal einen Ausfall machen und uns um die Leute kümmern. Sieht durch mein Fernglas. Oder wir schicken unsere Scharfschützen von Süden aus einfach alles aufräumen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gerne. Aber sicher doch. Zahlt er. Gerne. Natürlich. Mit Vergnügen. Wir kommen einfach mit dem Kundschafter immer genau zum falschen Moment an. Das ist die Sache. Wir sollten eigentlich losschicken, sobald der nächste Angriff stattgefunden hat. Feinde greifen eure Häuser an. Tun sie was? Gruppe 9. Ja, tut was dagegen. Kommt mal rüber und haut Eisen. Eigentlich sollte ich okay, haut kein Eisen, wenn ihr der Meinung seid, dass es nicht angebracht ist. Nichts lieber als. Aber seid da. Achtung! Jawohl. So, bringen wir uns heute eine kleine Linienformation. Verteilt euch! Und hoffen, dass das was hilft, damit die sich alle auch mal beteiligen an der ganzen Situation. Wird gemacht. In Ordnung. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Ich tue mein Bestes. So, du rückst hierhin nach. Du bist jetzt absolut egal und marschierst da jetzt durch. Koste es, was es wolle.
Wir wollen sehen, was da abgeht. Gerne. Mit Vergnügen. Hier so. Scharfschützen, Ron, etwa alles auf dem Weg, was der Gegner gerade hat. Nur Mut! Wir werden siegen! Bis in den Tod! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jawohl, jawohl. Nur Mut! Weg damit! Wir werden siegen! Seid unbesorgt! Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich zeige euch den Weg. Oder kommt uns das Nebelfolk entgegen? Zahltag. Und von dich kommt jetzt schon die nächste Welle von den Arbalestenschützen, die uns einfach wegschießen. Ich zeige euch den Weg. Ah, hier oben ist die Situation. Das kann ich. Dann gehen wir da hin und machen uns da vermutlich noch eine provisorische Basis rein. Wenn da denn feindliche Truppen drin sind. Wir kümmern uns darum. Aber sicher doch. Seht durch mein Fernglas. So, er kommt langsam an. Ja, er wird das Ziel erreichen. Vielleicht. Mit etwas Glück. Da ist ein Leibeigener. Geh mal ein bisschen näher ran. Jawohl. Ja, natürlich. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Aber sicher doch. So, was passiert hier hinten eigentlich? Ich zeige euch den Weg. Und wie kann es eigentlich sein, dass sich immer feindliche Arbalestenschützen durch unsere Nebelfolklinien durchschneiden? Jawohl. Für euch doch. Vielleicht sollten wir unsere Verteidigungsbasis hier aufstellen. Vermutlich aber eher nicht. Für euch doch immer. Jawohl. Jawohl. Seht her. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Oh, Truppen. Ja. Bring ich in Sicherheit. Dahin. Natürlich. Ja, vielleicht wo. Sehen die dich dann nicht. Wenn der sich versteckt, schauen wir mal hier weiter nach. Denn hier in diesem Gang gibt es doch garantiert noch irgendwo etwas. Was von Interesse sein könnte. Ich zeige euch den Weg. Hier ist doch bestimmt der Siedlungsplatz. Schaut in die Ferne. Sollte er hier sein. Nein. Okay, der Siedlungsplatz spawnt also nur auf einer Seite, auf der Seite, die wir wählen. Zuvorkommt, aber blöd. Ich tue mein Bestes. Seht durch mein Fernglas. Du, nur stirb. Mut. Wir werden siegen. Gut, dann gibt es nichts, was uns zurückhalten kann. Ist mir Befehl. Ah, du kannst übrigens mal gucken, was da so ist. Gruppe 9, kannst du kurz um den Turm kümmern, der ein bisschen angekratzt ist. Sofort. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Natürlich. Die müsste jetzt höchstwahrscheinlich an uns vorbeigezogen sein, oder? Sieht durch mein Fernglas. Sind sie wohl. Und da sie noch nicht bei uns angekommen sind, aber sicher doch, besteht eine gute Chance, dass wir noch die Gelegenheit haben zu gucken. Wo wollen die was aufbauen? Laufen die mit Hämmern rum? Nein, die laufen mit Spitzhacken rum. Die wollen was sammeln gehen. Das kann sie. Nein, ihr bleibt da oben. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kennt? Ihr seid jetzt Armee 1. Ihr seid Armee 2. Hier gibt's nichts mehr zu. Sag bloß, wir haben jetzt den ganzen Schwefel. Für euch doch immer. Oh. Gut, guck mal, da gibt's noch schönes Geröll. Leid es mal. So, wo ist Pilgrim? Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Wie lange ist die Uhr eigentlich gerade? Zahltag. Gut. Zahltag ist es schon. Das ist doch schön. So, Kunchi. Jetzt, wo du gerade noch die Gelegenheit hast. Dein was Arbeiter geht hier eigentlich in großer Gefahr. Nein! Nicht Gruppe 9!
Nein, die haben Kenny getötet. Ihr Schweine! Schaut in die Ferne. Ja. Jawohl, aber sicher doch. Schaut in die Ferne. Dario, Pilgrim. Was ist das denn für eine Barriere, die wir aufstellen? Auf in den Kampf! Wie sinnlos! Warum steht da unten eine Barriere? Vor allem eine Barriere wie diese. Jetzt könnt ihr zeigen. Kunchi, was ist dahinter? Ich zeige euch den Weg. Warum haben die eigentlich Steinmauern und wir nicht? Das muss ich mich gerade unweigerlich fragen. Die haben hier offenbar so eine Garnison rumstehen. So richtig fette. Wird gemacht. Mit Vergnügen. Gruppe 0, wir werden vermutlich die Garnison gleich in Beschlag nehmen. Armee 1, macht platt den Scheiß. Jawohl. Feind in Darius Nähe. Ach, ein Leibeigner. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Oh nein, wie schlimm. Wir erledigen. Kundschafter. Der Tag der Rechnung. Was geht hier ab? Oh, das Tor ist geschlossen. Das ist also ein recht neutrales Gebiet. Der König ist von mir wirklich voll gewieft. Der sorgt dafür, dass unsere eigenen Truppen sich gegenseitig zerfleischen. Und währenddessen bereitet er vermutlich einen Krieg gegen uns vor und macht uns dann platt. Denn insgesamt ist die ganze Hochzeit nur dafür da, um einen Frieden zu wahren. Aber der müsste den Frieden nicht wahren, wenn er den Krieg gewinnen würde. Oder wenn der Krieg keine zu großen Kosten für ihn verursachen würde. Und das wäre der Fall, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen würden. Wir deponieren hier mal ganz kurz einen Schießplatz für uns. Jo. Damit wir nicht so weit laufen müssen, um uns zu sammeln. Seht her. So. Muss man keine Worte für erfinden. Das Wort, das ich gesucht habe, war sammeln. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Hat sich aber eine nette kleine Stadt hier aufgesetzt. Sie greifen an. Nein, Kunchi! Er wurde wieder ermordet. Das ist echt kein guter Tag für ihn. Ja. Ja. Hier gefällt es mir. Das ist sehr schön. Lernen wir noch den Wetterwechsel. Was ist da los? Ach so, er schlachtet wieder irgendwelche wehrlosen Leibis ab. Die vermutlich diesen Turm bis da bauen wollen. Sieht durch mein Fernglas. Sieht hier. Es ist Zahltag. Ich zeige euch den Weg. Ja. Das kann ich. Lass die Leibsorgen in Ruhe, solange sie nicht anfangen. Scheiße zu bauen. Forschung abgeschlossen. Natürlich versuchen die Scheiße zu bauen. Wir können es auch anders sein. Wir wollen vermutlich irgendwelche Wohnhäuser hinter unseren Linien herstellen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? In Ordnung. Wir kümmern uns darum. Conchi, komm mit. Ja. Weiter geht's. Ja. Ja. Aber sicher doch. Natürlich. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Seht her. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Wie gesagt, unseren Schützen. Einer von denen ist schon angekratzt. Wird gemacht.
geht mal alle wieder in Marschformation. Neu formieren. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe. Und bringt euch so in Position, dass ihr auch bitte mal was macht. Oben im Baum. So nicht außer unserer Mauern. Sein.